Herr Netz, willkommen zurück. Wir haben nicht viel Zeit, denn wir bluten und wir wollen die Blutung stoppen. Wir suchen uns jetzt einen anderen, denn ich habe mich daran erinnert, dieses Symbol habe ich die ganze Zeit mit diesem Bienensymbol verwechselt. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen von den anderen. Oh, der Arme. Au, au, au. So, ich möchte gerne mit dir da wechseln. Ob ich ihn das nochmal analysieren? Wechseln. So, und jetzt holen wir dieses komische... Hi. Und zur Not stirbt der eine halt, ne? Also können wir auch nichts dran ändern. Aber jetzt nutzen wir mal eben ganz kurz unsere Intelligenz. Okay, das ist dieses Zeug. Und da ist dieses eine Symbol. Und vielleicht hilft das ja auch nachträglich. Da steht jetzt zwar nur Schutz dagegen, aber wenn wir ganz viel Glück haben, hilft das auch noch im Nachhinein. Also mal gucken. Ansonsten stirbt halt einer. Vielleicht können wir dem irgendwie helfen. Wo war das jetzt? Da. Okay. Falscher Ast. Hier lang. Ich würde das gerne greifen. Ah, jetzt kann ich es greifen. Okay, ich hab's. Vielleicht können wir es jetzt tatsächlich irgendwie dem einen helfen. Ich würde nämlich ungern, dass einer von meinen Leuten stirbt. Der ist halt so viel schneller. Ich glaube, der ist jünger. Ah, der eine war ja auch schon mega grau. So, wo bist du? Da vorne sitzt er und blutet vor sich her. Nein, 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 ich hatte mir anwenden. Geben? Oh mein Gott! Es wird schlimmer! Wir wechseln mal eben. Ich will sehen, ob das geklappt hat. Es hat geklappt. Wir leben wieder. Ist alles wieder gut? So. Ihr habt mir aber erklärt, dass wenn wir mit den Neuronen was machen wollen, dass wir dann unbedingt die ganze Zeit ein Affchen hinten drauf haben müssen, weil das uns hilft oder so. So, erstmal trinken wir hier. Mit der Stamm was trinkt. Wir haben es geschafft, den Ei zu retten. Ist das nicht schön? Okay, jetzt müssen wir noch Happy Happy machen. Hier waren noch irgendwo solche Sträucher. Moment. Das hier könnte auch eine Angelstelle sein. Ja, guck mal, hier ist auch eine Angelstelle. Das heißt, wir brauchen eine Angel. So, Hand wechseln. Verändern. Was ist dein Problem? Okay. Manchmal halten die sich einfach den Hals und ich habe noch nicht ganz verstanden, wieso. So, jetzt machen wir erstmal hier aus dem spitzen Stock. Ich glaube, die haben Hunger. Also sein Balken sieht ein bisschen danach aus. Wenn ich noch irgendwo einen spitzen Stock rumliegen, das wäre gerade praktischer, als den hier anzuspitzen. Naja, haben wir halt eine Vielzahl von Spitzen. Ah, da jetzt haben wir ihn. So, das würde ich gern fallen lassen. Okay, jetzt habe ich nur noch den Stock. Stelle ich mich hier hin. Nicht verändern. Ich muss die Hand erstmal wechseln. So, stöchern. Hab nichts gekriegt. Immer noch nichts. Habt ihr das Geräusch gehört? Hab ich jetzt was an einem... Ich hab was. Ich hab was.
Jetzt habe ich doch den in der Hand. Genau, und jetzt kann ich es essen. Ich habe dazu gelernt. Oh, das war nicht gut für uns. Jetzt essen sie alle das. Alter Schwede. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir die Unmengen von Affen, die jetzt hier losgehen und das hier essen, weil die alle Hunger haben. Hat der Kleine Hunger oder wieso greift er mir immer dazwischen? Wir gehen mal kurz zum Schlafplatz. Wenn wir uns nämlich hinlegen, können wir auch wechseln. Aber wir haben noch was in der Hand. So. Erstmal schauen bei Evolution. Weil vielleicht haben wir ja schon neue neuronale Punkte. Haben wir. Wieso geht das nur bis da vorne? Seht ihr es? Weiter komme ich nicht. Ja gut, anscheinend brauchen wir noch mehr. So, wir setzen mal eben kurz das Kind ab, weil ich weiß wirklich nicht, ob es dem Kind gut geht oder nicht. Und der Süße braucht auch noch einen Partner, möchte ich eben anmerken, ne? So, geht's dir gut? Ja, dem geht's super. Okay, okay, er isst immer mit, das war das, was ich wissen wollte. So, jetzt gehe ich wieder hochgepackt bei dir und dann, trinken wir erstmal was, weil du halt echt Durst hast. Beziehungsweise halt echt, dass dir nicht gut geht. Hand wechseln und dann können wir, glaube ich, nee. Wir müssen das hier hinlegen, sonst können wir nicht schöpfen. So, legen wir hin. Dann trinken wir was. Weil nach einer Zeit müsste ja eigentlich unser Magen sich ein bisschen daran anpassen, dass wir so, naja, Zeugs essen, nenne ich es mal. Seht ihr? Also wenn wir jetzt hier hingehen und hier nochmal angeln. Es dauert hier mal eine Zeit lang, bis wir uns daran gewöhnen. Wo ist denn die Angestelle? Hä? Intelligenz. Da vorne. Da will jemand nicht fischen. Aber ich glaube, das da vorne sieht mir auch hart wie eine Angestelle aus. Nee. Okay, dann doch nicht. Dann bewegen wir uns hier mal raus. Schauen weiter, denn wir haben ordentlich dazugelernt. Wir müssen aber erstmal eine Partnerin finden. So, du hast keine Oberweite. Du siehst ganz schön grau aus, bist also wahrscheinlich alt. Ja, tut mir leid, aber daran erkennt man halt die weiblichen Affen. Du siehst mir weiblich aus. Ha, weiblich. Fruchtbar. Lassen wir mal den Stock hier liegen. Dann fliegen wir die mal. Fallen lassen. Hallo, Kleine. Ich will dich nicht ergreifen. Ich will den Affen da fliegen. So, analysieren. Fliegen. Hallo. Mir egal, dass du das nicht... Achso, beim Geräusch muss ich aufhören. Jetzt war ich wohl zu lang. Okay, Paar gebildet. Perfekt. Jetzt müssen wir was tun. Und zwar, wir müssen dafür sorgen, dass sie... dass unsere Nachkommen im Stamm existieren. Am liebsten würde ich ja das Kind dafür mal eine Zeit lang ablegen. Okay, ich muss auch das Kind absetzen. Schön. Ich bin da ein Fan von, wenn das Kind auch ein bisschen geht. So, ganz woanders hin. Paaren. Dann gehen du mal und ihr paart euch mal. Neue Schwangerschaft! Yay! Oh, warte, wir können jetzt schon gebären?
15 Monate später. Okay, das, der Kleine, wer ist jetzt das neue Baby? Das ist meins, ne? Das hier ist nämlich Deck und ich bin Oi. Ja, und was ist das andere Baby? Also das ist mein Baby, nehmen wir mal hoch. Ups, ich wollte nicht rufen. Ich möchte, und wer bist du? Das ist das andere Baby. Okay, dann nehmen wir jetzt mein Baby. Huckepack. Komm her. Ha. Glücklich. Oh Gott, Tag 101. Jo, das hat ein paar Tage gekostet. Oh, wir können da unten, seht ihr das? Da gibt es irgendwelche neuen Neuronen. Vielleicht, weil wir jetzt ein Baby haben. Schauen wir mal. Evolution. Ja, das ist ganz normal. Selbstbestimmung. Während sie dir folgen, sind Kleinmitglieder dazu in der Lage, automatisch eine Einschüchterung oder die Aktion der Angstüberwindung nachzuahmen. Schön. Was haben wir hier vorne? Das muss ich immer noch erlernen. Da komme ich einfach nicht ran. Stimmt, ne? Da auch noch nicht. Das auch noch nicht. Und dafür brauche ich halt erst neurale Energie. Okay. Aber eins haben wir schon mal mehr. So, jetzt nehmen wir das Kind mit, nehmen unseren Stock und gehen nach draußen, weitere Sachen erkunden und lernen. Ist unser Stock immer noch hier? Ha, mehrere Monate später, Stock noch da. Wir essen mal kurz was. Bietet sich jetzt an. Haben wir jetzt auch einen Schutz gegen Knochenbruch. So, jetzt aber nicht nochmal was essen. Du sollst den Stock greifen. Da. Tschüss, Stamm. Ich gehe auf Wanderung. Der kann schon ganz schön gut aufrecht laufen, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Hat sich hier irgendwas verändert? Ich glaube nicht, ne? Immer schön Acht geben, ob wir in der nächsten Nähe ein Tigerchen nochmal haben. Das hier habe ich schon lange nicht mehr gegessen, das Zeug hier. Aber ich weiß, wenn ich davon zu viel esse, kriege ich eine Magenverstimmung. Also Acht geben. Okay, das ist der Angelplatz. Aha, so. Was ich jetzt am besten mal mache, ist mal unsere Sinne benutzen. Okay, das ist nichts Gefährliches. Weil wir haben ja schon rausgefunden, dass man... Was ist blau? Blaues Wasser, okay. Einige Sachen hören kann. Oder ersinnen kann. Was vielleicht ganz gut ist. Hier ist so eine Fishing-Stelle. Ah, nichts gefunden. Nochmal. Ha! Da ist einer. Und das ist unser erster Fisch, den wir haben. Den inspizieren wir mal. Wir müssen ja wohl von irgendwas mal keine Magenverstimmung kriegen. Neue Nahrung entdeckt. Barsch. Gut, dann wechseln wir mal die Hand und ziehen uns den Barsch ab. Problem ist, wir haben halt kein Feuer oder sowas, um mal die ganzen Sachen... Ja, oh, das scheint gut zu sein. Oh. Nein, er hat definitiv eine Magenvergiftung. Ich habe zu viel davon gegessen. Vielleicht hätte ich weniger essen sollen. Da hat es nämlich noch gepasst gehabt. Aber es hat was bei den Neuronen gemacht.
Jetzt schöpfen wir uns wieder ein bisschen. Das geht ja nicht mit einem Gegenstand in der Hand. Das ist ein bisschen lästig. Kann man einfach die Hand den Kopf ins Wasser stecken und... Nein! Mein Stock. Und schöpfen mal, damit wir den Bauch wegkriegen. Machen wir uns gleich einen dicht angespitzten Stock wieder. Das geht ja flott. Brauchen wir nur ein kleines bisschen was. Holz. So, hier waren doch irgendwo... Da ist ein... Irgendwas höre ich. Ist der eine Affe immer noch da unten? Okay, wir beruhigen ihn jetzt mal. Kriegen wir das Geräusch? Einem ängstlichen Außenseiter geholfen, um ein neues Clan-Mitglied zu bekommen. Wir haben ein neues Clan-Mitglied. Okay. Gehst du von eigenständig zum Clan oder muss ich dir helfen? Okay. Spitzenstock haben wir. Oh, er folgt mir. Okay, dann müssen wir ihn nachher hochbringen. Da ist ein Stein. Na, aber nicht so ein Essstein, okay, oder? Nee. Muss schon mal aufpassen, hier in der Nähe ist immer die Python, meine ich mich jetzt zu erinnern. Irgendwas fliegt um den rum herum. Na gut, jetzt nicht mehr. Hier haben wir einen Essstein. Und wieder die Pilze, die wir wissen. Naja. Aber wir wollen unseren neuen Runalen helfen. Dazu gehört auch, dass wir Pilze essen müssen, die nicht so gut sind für uns. Okay, uns geht's jetzt so ein bisschen so... Uiuiuiuiui, aber das passt. So, jetzt komm mit, Kumpel. Du bist ganz schön schnell. Du ziehst sogar so eine Dunstwolke hinter dir her. Oh, es fängt an zu regnen. Dann bringen wir unseren Kumpel mal nach oben. Und werden dann auch mal... Irgendwann müssen wir ja mal mit unserem Clan auch umziehen und so weiter. Da vorne lang. Dann bringen wir den hoch und dann schauen wir weiter von dort aus. Denn der soll definitiv zu unserem Clan dazu kommen. Vielleicht hilft uns das ja auch bei Kommunikation mal weiterzukommen. Denn die ist ein bisschen eingerostet. Weil unser Clan es hier oben ja eigentlich ganz gut hat. Wir sind hier sicher. Wir haben Schutz vor Regen. Da müssen wir auch noch irgendwie später eine Hütte oder sowas machen können. So, dann komm mal her. Stell dich dem Clan vor. Wo ist er hin? Affe? Der war doch eben gerade noch hinter mir. Ah, da vorne ist er.
Komm mal, wir wechseln und laufen einfach mit ihr in den Clan rein. Das geht ja auch. Guten Tag. Ich bin die Neue. Hi. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Weibchen hier. Warte, er ist doch ein Männchen, ne? Wer weiß, was der für neuronale Eigenschaften hat. Erstmal, komm her. Hup. Expedition beenden? Ausgereiftes Neuron. Kommunikation. Was soll man das jetzt gebracht hat, das zweite Mal zu drücken? So, und wir schauen mal bei ihm. Da unten ist was dazugekommen. Aber Kommunikation ist mir jetzt nicht so wichtig. Tada! Die Fähigkeit, mit den Sinnelemente in weiter Entfernung zu entdecken, ist entworfen. Schön. Ah, so knapp. Ein kleines bisschen neurale Energie wird benötigt. Aber ich würde gerne mit meinem eigentlichen rumlaufen, der du bist, ne? Ja. Ich laufe mal mit eurem. So. Dann haben wir die in unser Lager gebracht und jetzt können wir nochmal gucken. Naja, schade, wenn wir nur das machen. Würde ja gerne ein bisschen weiter weg. Vor allem seine Vitalität ist halt auch viel höher als bei dem einen Grauen. Aber immer dran denken, der Boden ist gefährlich. Er ist zwar nicht aus Lava, aber naja. Ich denke, wir werden uns mal am Wasser fortbewegen, wobei wir ja aufpassen müssen auf... Ein Frosch! Ein Frosch! Wie kann ich den Frosch anfangen? Hier war doch ein Froschi. Da hinter mir! Komm her, Frosch. Ja gut, ich kann ihn nicht ergreifen oder so etwas. Das werden wir später noch lernen, wie wir einen Frosch schnappen. Vielleicht können wir später auch noch Fledermäuse fressen. Wäre eigentlich ganz cool. Weil davon gibt es da oben zuhauf. Dort gibt es wieder Pilze. Wird man nur das Ding anheben? Für das Neuron, aber ich werde die Pilze diesmal nicht essen. Wir sind dafür in einem zu gefährlichen Gebiet. Benutzen wir unsere Sinne, zu schauen, ob in der nächsten Nähe... Eine Schnecke! Schnecke! Aber erstmal anheben. Schneckchen. Schneckchen. Komm her. Jetzt haben wir auch das einen Schutz gegen Viperngift oder was auch immer wir alles für Gifte haben. Wieso haben wir Musik auf einmal? Irgendein komisches Geräusch ist hier. Lass mal aufrecht gehen.
habe halt mega Angst, dass wir wieder auf den Säbelzahntiger-mäßigen... Ich weiß, dass es keiner war, aber... Ihr versteht ja, wie ich das meine. Wir wissen, dass da unten das Krokodil ist. Ich würde gerne in die Richtung weiterkommen. Wäre ich auf der anderen Seite? Ja. Hand vor Mund. Ich glaube, wenn wir über... Wir müssen über den Boden gehen. Die Bäume sind zu weit auseinander. Wir müssen halt einfach wirklich aufpassen, dass weder der tigermäßiges Ding da oder der das Krokodil uns findet. What the fuck? Irgendein Geräusch ist da. Irgendein Tier. Genau da vorne. Oh Gott, da vorne ist das Krokodil. Angst vor dem Unbekannten. Okay. Ich muss meine Sinne benutzen. Dopamin wird benötigt, um die Hysterie, wenn du vermeidest. Ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst. Da vorne. Das ist das Krokodil, das weiß ich. Ich muss jetzt hier Sachen identifizieren, damit ich weniger Angst habe oder was? Vielleicht, weil hier sein Kamerade vor kurzem verletzt wurde? Wow, das Licht sieht echt cool aus. Das hilft mir irgendwie wenig. Ich identifiziere schon alles, was ich sehen kann. Uns geht's wieder besser. Weil wir so viel identifiziert haben. Noch nicht so richtig. Was ist das? Ach, die Eier von dem Krokodil. Geht's immer noch nicht so super. Eroberungszone erreicht. Kann ich irgendwas tun gegen die Angst? Sollen unsere Umgebung rationalisieren? Sie ist aber schon rationalisiert, aber er hat immer noch Angst. Wieso hast du immer noch Angst? Hier ist nichts mehr, mein Lieber. Komm her, wir hören jetzt mal, was hier alles ist. Nichts antwortet uns. Jetzt riech mir mal, was hier alles ist. Hier ist nichts, mein Lieber. Jetzt intelligenzen wir mal, was hier alles ist. Das ist ein Fragezeichen, das ist nicht so gut. Müssen wir also hingehen. Okay, das kriege ich aber hin. Ausgreif ist eine hohe Intelligenz. Ja gut, wir haben jetzt definitiv sehr viel über Intelligenz gemacht. Das stimmt definitiv. Wir gehen jetzt mal zu dem, was ein Fragezeichen war. Um uns hier sicherer zu fühlen. Inspizieren. Neu Loch zum Stechern. Guckt euch mal, wir haben da ein Loch zum Stechern. Wo ist mein Stock? Okay, ich habe ihn noch. Stochern. Nahrung kann aus Löchern gefunden werden. Ich glaube, wir sollten hier wirklich einfach gehen.
Da vorne sind noch mehr unidentifizierte Sachen. Nicht, dass er nachher noch einen Schock wegen zu viel Angst kriegt. Okay. Schnell hoch, ich höre irgendwas laufen. Hört ihr das? Da unten. Ich hab richtig gehört. Richtig hoch hier. Der ist böse. Der hat unseren anderen schon verletzt. Wir werden jetzt hier oben mal schlafen, hoffe ich. Wenn ich das fallen lasse, verliere ich, glaube ich, mein Stöckchen. Na, es bleibt hier oben liegen. Okay. So, jetzt Set wie hinlegen. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Wieso kann ich mich nicht hinlegen? Sonst kann ich mich immer hinlegen. Scheiße. Ich muss hier echt aus dem Gebiet erst raus. Oh mein Gott. Okay, ein eingeprägter... Was ist hier denn? Es ist momentan alles angsteinflößend, ne? Einfach alles. Wir müssen aber echt aufpassen, weil da unten halt wirklich was angsteinflößendes ist. Werde ich müde oder was ist los? Oh mein Gott! Ah. Ich sehe halt gar nichts mehr. Weiß auch nicht mehr wohin. Oh Gott, das könnte ein bisschen weiß sein. Okay, ich sehe in nächster Umgebung nicht unseren... Oh, Leute, es wird besser. Dadurch, dass wir ein paar Sachen... Das lag einfach nur daran, dass wir ein bisschen weit waren. Uff, Leute. Das war ein Stress. Den brauche ich nicht nochmal. Und der kleine Affe auch nicht. Muss auf jeden Fall ein bisschen was trinken. Warte, Stock legen wir jetzt hier vorne hin. Ganz ordentlich. So, bleib da. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich mit dem Stock rumlaufe, um tatsächlich, um das mal zu sagen. Okay. Wir haben aber sehr, sehr viel Intelligenz dazu gewonnen. Und wir haben ein Loch zum Stechern gefunden, was ganz cool ist. Ah, die waren eher nur da hinten. Ich habe die hier noch nicht gesehen gehabt. Ja, wir sind müde. Ich gehe ja schon zurück zum Lager. Das ist in die Richtung. Wir waren lange unterwegs. Es war ein sehr, sehr langer Tag. Ich bin ja schon unterwegs. Es wird ja schon fast wieder morgen. Meine Güte, waren wir lange weg. Aber dafür haben wir es geschafft, beim Säbelzahntiger auch nicht angegriffen zu werden. Wir waren schnell genug und haben schnell genug auf die Geräusche reagiert. Ich würde gerne mal die Wildtiere versuchen zu jagen. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz drin. Und ich habe Angst, dass der Tiger nach einer Zeit versuchen wird, mir zu folgen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist, wenn er die Witterung aufnimmt und wirklich hierher kommt? Also, wir sind da oben sehr gut geschützt, aber wenn unser Clan mal runtergeht. Guten Tag, fast 4 Uhr. Nein, ich war nicht so lange aus. Alles gut, wir haben nur ein bisschen
mit einem Wildtier gefeiert. Alles gut. Ich habe Sachen dazu gelernt. Guten Tag. Wer jetzt auch da? Hi. Ich rufe euch. Jetzt ist aber definitiv Schlafenszeit. Warte, wir legen unser Stöckchen hier weg. Fallen das. Hinlegen. Evolution. Also wir haben jetzt sehr viel dazu. Wow, im Bereich Intelligenz halt richtig viel. Wir machen zu wenig Alltägliches mit unserem Baby. Aber das könnte... Ah, schade. Gerade so nicht reichen. Ne? Machen wir hier. Das sollte weit genug dran sein. Okay, neue. Die Fähigkeit mittels Intelligenz Elemente in weiter Entfernung zu entdecken ist erworben. Okay. Hm, da ist direkt was dran. Was ist das? Gleichgewichtssinn. Vielleicht hilft mir das beim Klettern. Na gut, das kriege ich aber nicht mehr hin. Und dafür müsste ich auch das da noch haben. Ja, gut. Es schreit danach, dass wir jetzt hier schlafen. Ja, ja, ich merke, dass du die Augen kaum noch offen halten kannst. Das mit dem mehreren Essen und damit einen Stein haben wir auch noch nicht. Ach, das ist gar kein Stein, das ist ja eine Banane oder so. Das mit dem Schlafen haben wir. Ist damit gemeint, das Feuer wahrscheinlich. So, jetzt haben wir mehr als genug geschlafen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß. Danke sehr für die weisen Ratschläge und bis dann.